Sportvorstand Hasan Salihamidžić sorgt sich angesichts der vielen engen Bayern-Spiele um Weltfußballer Robert Lewandowski. Wenn der Rekordmeister seine Spiele frühzeitiger entscheiden würde, könne Lewandowski auch mal rausgehen, sagte Salihamidžić bei Sky. Ich brauche ihn nicht in der 90. Minute auf dem Platz. Er muss gesund bleiben, das ist das Wichtigste. Negativrekord für Trent Alexander-Arnold. Liverpools Rechtsverteidiger leistete sich bei der 0:1-Pleite gegen Southampton 38 Ballverluste. So viele wie kein anderer Spieler der Premier League in dieser Saison. Jürgen Klopp wechselte Alexander-Arnold schließlich nach 77 Minuten aus. Damit verlor der 22-Jährige im Schnitt alle 2 Minuten den Ball. In der Vorsaison wurde der englische Nationalspieler noch zum Young Player of the Year gewählt, nachdem er 13 Vorlagen zur ersten Meisterschaft nach 30 Jahren beigesteuert hatte. Lothar Matthäus sieht beim FC Schalke nur noch wenig Hoffnung auf einen Klassenverbleib. S04 muss hoffen, dass Mainz und Bielefeld ganz wenige Punkte holen, um nicht direkt abzusteigen. Daran glaube ich nicht. Schalke steigt direkt ab, sagte Matthäus in der Sportbild. Werder Bremens Geschäftsführer Frank Baumann sieht möglichen Angeboten für Cheftrainer Florian Kohfeldt gelassen entgegen. Ich habe keine Angst oder schlaflosen Nächte, dass Florian Kohfeldt uns im Sommer verlässt, sagte der Ex-Nationalspieler der Sportbild. Er hat nach wie vor große Lust, bei Werder eine neue Mannschaft aufzubauen und junge Spieler zu entwickeln. Dass die aktuelle Zwischenbilanz mit lediglich 14 Punkten aus 14 Spielen nicht zufriedenstellend ausfällt, macht Baumann keinesfalls unruhig. Er ist vom Weg mit Kohfeldt überzeugt. Bei uns gibt es intern keine Trainerdiskussion, die wird es auch in Zukunft nicht geben, sagte Baumann. Kohfeldt besitzt bei den Hanseaten einen Vertrag bis 2023. Schlechte Nachrichten für die Brooklyn Nets. Kevin Durant wird seinem Team in den nächsten 4 Spielen nicht zur Verfügung stehen. Der Superstar muss in Quarantäne, weil eine Kontaktperson des 32-Jährigen positiv auf Covid-19 getestet wurde. Durant wurde in den vergangenen 3 Tagen negativ getestet und hatte sich bereits im Mai selbst mit dem Coronavirus infiziert. Die NBA-Regularien schreiben aber trotzdem eine Quarantäne von 7 Tagen vor.